Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich ein Full Face mit Purish Produkten für dich und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieß die Show und viel Spaß mit dem Video. Genau, ich habe einiges von Purish zugeschickt bekommen, dann habe ich den Online-Shop, der sich mittlerweile extrem erweitert hat, durchstöbert nach Produkten, die ich schon bei mir zu Hause habe. Habe zum Beispiel von Catrice die True Skin Foundation gefunden, ich fand es mega cool. Und ja, dann habe ich natürlich noch die neuen Produkte von Dominique Cosmetics. Ich freue mich so sehr, wir werden die heute zusammen austesten. Genauso wie auch die Lidschattenpalette, die kleine und diese mega krasse Eyeliner-Palette von Suva Beauty. Also Leute, heute geht die Post ab, ich sage euch das. Ich habe auch einen Code CLAUDISWELT15, damit sparst du auf viele, viele Marken im Online-Shop 15%. Das ist ein Affiliate-Code, das heißt, da verdiene ich auch ein ganz kleines bisschen was dran, aber ihr könnt halt hauptsächlich dort sparen. Genau, ich bin jetzt einfach mal gespannt, wieso der Primer performen wird. Das ist der Blur & Moisture Serum Primer von Dominique Cosmetics. Und ich habe von Dominique Cosmetics noch keine Base-Produkte ausprobiert. Ich habe bislang nur eine Lidschattenpalette von denen gehabt. Das kommt hier so raus, ne? Das ist eine Tube und hier oben Pumper. Ich persönlich mag das richtig gerne und der soll halt richtig krass Feuchtigkeit spenden, ne? Und also der soll quasi dir so einen Weichzeichner drauf geben und gleichzeitig Feuchtigkeit spenden sein. Ihr merkt, ich bin ein wenig aufgeregt, ne? Okay, der sieht interessant aus. Das ist so eine gelige Geschichte. Das sieht auch so ein bisschen porenminimierend aus. Riecht einfach nach einer Creme. In diesem Video gibt es natürlich auch eine Verlosung. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unten in der Infobox. Schau gerne einfach mal vorbei. Und zwar gibt es ein individuell zusammengestelltes Beauty-Paket zu gewinnen. Ja, genau. Das heißt, ich trete dann, nachdem ich den Gewinner oder die Gewinnerin ausgelost habe, mit dem Gewinner oder der Gewinnerin in Kontakt und stelle ein paar Fragen und stelle dann ein schönes Paket zusammen. Du solltest natürlich Abonnent meines Kanals sein. Das bist du entweder schon oder du wirst es, indem du hier auf den Abo-Button klickst. Wird mir auch richtig viel bedeuten tatsächlich. Genau, ja, viel Glück. ich habe jetzt hier auf dieser Seite nur den Primer drauf. Und ja, also ich hatte vorher ja schon mal eine Feuchtigkeitspflege drunter. Deswegen glänzt meine Haut so oder so. Blurring-Effekt sieht man jetzt nicht so intensiv, muss ich gestehen. Ne? Also ist jetzt nicht so, so im Display sehe ich das schon so ein bisschen, dass es ein bisschen geblurter aussieht als geblurter. Mit ÖH. Ich muss kurz mal ein bisschen Kaffee trinken hier, ne? Engelbecher. Kommt von Marion. Danke, Marion, übrigens. Ja, die Form muss ich mal kurz ein bisschen beruhigen. Genau, also im Spiegel sehe ich nicht so einen Riesenunterschied, wenn ich ehrlich bin. Wenn ich aber ins Display hier oben gucke, sehe ich schon einen Unterschied. Ich mache den hier jetzt auch mal drauf. Er fühlt sich auch nicht so wirklich silikonig an, sondern eher wie so eine Gelcreme. Und das finde ich sehr angenehm. Also ich mag das halt auch nicht so, wenn ich irgendwelche mega krass porenminimierenden, keine Ahnung, zu stopfenden Primer habe. Ne? Das ist nicht so meine Welt, weil sich das auf meiner trockenen Haut einfach nicht so gut verträgt. Wenn ich aber so einen Primer habe, der halt so Feuchtigkeit spendend ist wie dieser hier, fühlt sich meine Haut danach richtig toll an. Das gefällt mir. Und ne, sie glänzt jetzt. Es zieht aber gleich ein. Das sehen wir ja hier, dass es hier noch einen leichten Seidenglanz hat, aber nicht so einen Nassglanz. Und das gefällt mir tatsächlich. Ich würde euch empfehlen, je nachdem wie gleich das Fixing Spray so performt, aber dann auch den Primer im Bundle mit dem Fixing Spray zusammen zu kaufen, weil das halt deutlich günstiger ist, als wenn du dir die Produkte beide einzeln holst. Doch, also so auf den ersten Blick gefällt mir der Primer. Fühlt sich angenehm an. So, jetzt fokussieren wir uns wieder. Claudi 5 gibt 5 Euro Rabatt bei Waterdrop übrigens. Hier habe ich jetzt einen Drop Fokus drin. So, Foundation. Da gibt es mittlerweile tatsächlich Catrice bei Purish, finde ich mega geil. Da habe ich die True Skin Hydrating Foundation mit Hyaluronsäure. Die ist langanhaltend in der Farbe 010 Cool Kaschmir. Und die mag ich wirklich gerne. Das ist eine ganz tolle Foundation. Die arbeite ich mir ein mit dem Beauty Blender. Auch den bekommt ihr natürlich bei Purish. Die Konsistenz der Foundation ist, wie man sehen kann, relativ flüssig. Die fließt recht schnell runter und die trage ich mir direkt mit dem Beauty-Schwämmchen so auf. Die Foundation ist wirklich sehr, sehr, sehr deckend. Man sieht es auch, ne? Aber es kommt noch schön Glow durch und ja, ich finde die
wirklich gut. Ne? Also die muss ich nachher ordentlich setten, ansonsten wird sie mir durch die Gegend rutschen. Aber das hier sind 1,5 Pumpstöße, die ich auf dem Gesicht habe. Das ist nicht viel. Sie ist aber sehr, weiß ich nicht, wenn ich perfekte Haut haben möchte für ein Foto oder für, wenn ich, wenn ich rausgehen möchte, wenn ich ausgehen möchte, dann würde ich die tatsächlich empfehlen. Ne? Weil die macht halt wirklich, meiner Meinung nach, fast schon Full Coverage. Die deckt so viel ab mit so wenig Produkt. Man muss aber wirklich aufpassen, weil die schnell, wenn man zu viel verwendet, cakey aussehen kann und beziehungsweise die kann sehr künstlich aussehen. Genau. Aber ich mag sie tatsächlich und das sage ich mit trockener Haut. Das merke ich halt, dass du nicht nur durch den Primer, sondern auch durch die Foundation an sich einen hydratisierenden Effekt mit dabei hast. Und da wir schon so exzessiv unterwegs sind, verwende ich jetzt auch einen sehr, sehr deckenden Concealer. Und zwar von Nabla, den Close-Up Stay Full Smooth Concealer. Das ist dieser hier. Natürlich auch Nabla gibt es bei Purish zu kaufen. Und ich habe die Farbe Light Ivory. Der hat ein recht großes Füßchen. Sammy liegt neben mir. Genau, ein sehr, sehr großes Füßchen. Und da ich weiß, dass der recht deckend ist, gebe ich mir erstmal nur so 3 Tupfer auf die Augenpartie. Und je nachdem, wie man es gerne mag, ich arbeite sowas auch ganz gerne vorab, bevor ich also mit dem Beauty Blender arbeite, mit einem Pinsel. Da habe ich jetzt hier einfach von Catrice eingegriffen und ja, arbeite das dann erstmal mit einem Pinsel ein. So kann ich meistens etwas präziser arbeiten. Es ist ja auch so Trend, sich den Concealer hier so ein bisschen hochzuziehen, um das Auge optisch ein bisschen zu liften. Den Trend habe ich noch nicht ganz verstanden, weil ich finde, bei mir macht das jetzt nicht so den Ultra-Effekt. Und während der Concealer sich auf der einen Seite setzt, wo ich den mit dem Pinsel verteilt habe, gehe ich mit dem Pinselchen auf die andere Seite, um ihn zu verteilen. Dann nehme ich mir wieder mein angefeuchtetes Schwämmchen und arbeite das ordentlich in die Haut ein. Ich habe das sehr häufig, dass hier an dieser Partie noch so ein bisschen Rötung oder Augenringe oder wie auch immer man das nennen mag, durchscheinen. Das heißt, da setze ich mir gerne noch einen Punkt hin. Das sehe ich so ein bisschen aus wie diese Clownstränen, ne? Und das arbeite ich mir aber direkt mit dem Schwämmchen ein. Und mit den Resten, was noch so auf dem Schwämmchen ist, gehe ich darüber, wo ich gegebenenfalls ein bisschen mehr Deckkraft haben möchte. Also zwischen meinen Augenbrauen, auf meiner Nase und die Mr. Fried Familie. Braucht da jetzt nicht nochmal extra Concealer oder sonst irgendwas drüber packen, finde ich, weil da die Foundation ja schon sehr, sehr deckend ist, ne? Guck, das hat mir schon mal echt gut gefallen. Das sieht jetzt alles sehr gut abgedeckt aus. Und jetzt kommt noch ein bisschen Lidschattenprimer drauf. Da habe ich jetzt einen von Love. Das ist der Perfectitude Eyeshadow Primer. Und der kommt in so einem Tübchen. Dann nehme ich jetzt einfach den gleichen Pinsel, den ich eben schon für den Concealer verwendet habe. Gebe mir jeweils so ein kleines Pünktchen hier oben hin und arbeite mir das mit dem Pinsel, das ist Pinsel, genau, ein bisschen ein. Überschüssiges Produkt nehme ich einfach mit dem Beauty-Schwämmchen runter, indem ich da einmal kurz drüber blende. Ja, guck, dann haben wir jetzt alle cremigen Texturen, die ich heute verwenden möchte, auf meinem Gesicht. Und jetzt möchte ich die ganzen cremigen Texturen miteinander verschmelzen lassen. Zuallererst verwende ich von Dominique Cosmetics das Ultra Hydrating Fine Mist und ich streiche hier an der Verpackungsseite entlang, weil sich das so schön anfühlt, ne? Wahnsinn. Voll cool. Ich weiß nicht, hat das Produkt von außen da auch was dran? Leider nicht. Das wäre ja cool, ne? Wenn das auch so eine Oberfläche hätte. Würde ich die ganze Zeit dran rumfuddeln. Ja, so schaut das aus. Hat witzigerweise 118 Milliliter drin. Das hat bestimmt irgendwas mit den Unzen zu tun. Genau, weil 4 Unzen sind dann quasi da drin. Oh. Fein. Boah, ja, das gefällt mir. Das ist ja ein schönes Mist. Huhuhu, feiner Sprühnebel. Gehe ich einmal kurz mit dem Schwämmchen so drüber. Ei, das verschmilzt gerade richtig schön miteinander. Das gefällt mir wirklich gut. Und jetzt möchte ich natürlich ein bisschen setten. Da verwende ich von Nabla das Close-Up Powder. Habe ich in der Farbe Light. Und das ist wirklich schön. Das hat so einen ganz tollen Weichzeichner-Effekt. Mag ich richtig gerne leiden. Schaut so aus. Und um unter meinen Augen zu setten, verwende ich einen Highlighter-Pinsel. Dann nehme ich einfach hier, ich habe neben mir nämlich meine Catrice-Pinsel stehen. Ne? Das ist jetzt einer aus der Böse-Königin-Reihe, sage ich mal. Dann sette ich damit einfach mal den Concealer. Und für den Rest meines Gesichtes nehme ich einfach einen
großen fluffigen Pinsel und tupf einfach so ein bisschen ganz leicht das Puder einmal drüber. Ich möchte ja nicht die Foundation verschieben oder den Concealer. Ich möchte es ja einfach fixieren. Und was ich gleichzeitig durch den Auftrag von dem Puder mache, ist, dass ich nachher die pudrigen Face-Produkte und Base-Produkte besser auftragen kann, dass sie sich besser verblenden lassen. Das funktioniert bei mir einfach besser, wenn ich da nicht eine cremige Basis drunter habe, sondern wenn das halt auch schon entsprechend pudrig ist und gesettet ist und die Konsistenzen sich ähneln, dann geht das einfacher, schneller und ja, sieht hübscher aus. Ganz, ganz tolles Puder. Also kann ich wärmstens empfehlen. Ihr seht, es macht einen schönen Weichzeichner-Effekt. Es nimmt natürlich auch den Glanz runter und ihr habt keinen Glow mehr im Gesicht. Man könnte jetzt darauf warten, dass die ganzen Öle und Fette der Haut wieder ganz normal von innen durchkommen quasi. Also von unten nach außen. Ich weiß nicht. Von unten nach oben, genau, und von innen nach außen durchdringen. Ich persönlich mag es aber in letzter Zeit sehr, sehr gerne, dass ich hier von Love das Perfectitude Aura Glow Powder verwende. Das ist dieses hier. Wenn man das punktuell und intensiv aufträgt, ist es wie ein Highlighter. Wenn ich da aber nur kurz reindippe mit dem Pinsel, gebe ich so einen ganz leichten Glow rein, gebe dem Gesicht noch ein bisschen mehr, weiß ich nicht, ne? Shiny, piny zurück. Und ihr wisst, ich liebe Glow. Also ihr wisst es beim Highlighter und so weiter, ne? Und so viel zu Full-Face-Highlighter. Das ist ja quasi wie ein Highlighter auch verwendbar. Also dementsprechend, das trage ich auch in letzter Zeit sehr, sehr häufig im Alltag. Dass wenn ich mir ein loses Puder oder ein normales Puder halt drunter gebe, wenn ich die Foundation und den Concealer hätte, dass ich mir oben drüber halt nochmal das Aura Glow Powder tupfe. Ich mag das. Na, man sieht jetzt auch noch so ein bisschen mehr die Bewegung im Gesicht und das ist meins, ist voll meins. Etwas, was wir auch bei Purish finden, ist Physicians Formula. Und da habe ich noch in der alten Verpackung den Muromuro Butu Butter Bronzer, genau. Den habe ich schon eine ganze Weile, ne? Also da kann ich nur immer wieder zu raten. Auch da gehe ich jetzt hier mit meinem dicken Fluffel rein, mit dem Puderpinsel und gebe mir einfach ein bisschen Bronzer in mein Gesicht, um halt etwas wärmer auszusehen. Menschlicher, nicht so wie ein Geist. Als hätte ich in meinem Urlaub tatsächlich auch mal in der Sonne gelegen und nicht den ganzen Tag im Haus gesessen. Ne, habe ich auch nicht, Leute. Ne? Ich war viel im Garten, tatsächlich. Meine Haut hat das aber nicht so mitbekommen. Die hat sich gedacht, ne. Aber das liegt halt auch daran, dass ich sehr viel und sehr hohen Sonnenschutz verwende, 50 plus. Ne? Deswegen freue ich mich sehr, dass ich auch von Beauty Mates die selbst Booster zugeschickt bekommen habe. Die wollen aber noch getestet werden. Die habe ich noch nicht getestet. Ich weiß nicht, ob da mein Code jetzt auch aktuell ist. Claudiswelt 30. Ich blende euch den mal ein. Könnt ihr mal versuchen. Der ist nämlich immer eine gewisse Zeit, nachdem ich den von denen zugeschickt bekommen habe, gültig. Der dürfte jetzt aber aktuell auch gültig sein. Und ihr seht, wie mega schön harmonisch dieser Bronzer aussieht. Durch das Aura Glow Powder hat er hier noch so einen Glow mit dabei. Der ist so geil. Also den finde ich total klasse. Der ist nicht fleckig, der ist total soft. Ja, Nase konturieren mit so einem großen Pinsel läuft bei mir, ne? Auch geil. Ja, ich mache ja kein richtiges Nasencontouring. Ich mache nur so ein bisschen leichte Schatten in mein Gesicht, ne? Genau, aber ich mag den Bronzer einfach gerne. Es ist ein All-Time-Favorite von mir, den ich wärmstens empfehlen kann, weil der ist so anwenderfreundlich. Echt. Ich glaube, ich hatte eben vergessen, das Licht anzumachen. Kann das sein? Es war nämlich gerade aus, als ich Sammy rausgelassen habe. Egal. Geiler Bronzer. Mega Empfehlung. Mega Empfehlung. Ja, auch Ofra hatten wir da schon. Nein, Ofra gibt es auch. Das war eins der ersten Flusen. Der ersten PR-Pakete, was ich von Purish geschickt bekommen habe. Und zwar kommt dieser Blush aus der Samantha March Collection. Das ist so ein Duo-Blush. Der ist eigentlich relativ dunkel, aber ich glaube, heute kann ich den mal tragen. Genau, auch da Catrice Pinsel. Ich gehe erstmal in diesen aprikofarbenen, matten Ton hier rein. Der ist sehr intensiv. Setze mir den hier mal hin. Der ist doch nicht so intensiv, wie ich dachte. Hä? Ich hatte den irgendwie intensiver in meinem Gedächtnis. Aber sehr schön. Der harmoniert gerade auch richtig toll mit dem Butter Bronzer. Mag ich gerne leiden. Draußen scheint nämlich die Sonne wunderschön. Und ich muss hier die Rollläden runter machen,
weil ihr ansonsten nichts sehen könntet, dann würde das Licht blenden. Das ist einfach mal 2:30 und ja, Sammy wollte halt in die Sonne, ne? Dann habe ich ihn rausgelassen. Mein Freund ist auch gerade draußen mit ihm. Der bastelt gerade in unserem Nebeneingang rum. Der wird einmal erneuert. Richtig, richtig schön. Ich bin heute dafür zuständig, nachher mit einem Fullface-Make-up die Bäder sauber zu machen. Ist geil, oder? Aber das ist Arbeitsverteilung. Genau, schöner Blush. Und jetzt gebe ich mal den Topper drüber. Der hat natürlich auch schönen Schimmer mit drin. Und ja, wow. Ne, da brauchst du eigentlich keinen Highlighter. Es ist so ein richtig schöner Blush-Topper. Der gibt nochmal so einen schönen nassen Glow drauf. Also das... Oh. Oh, ne? Ist schon mal geil. Aber pudert natürlich hier so ein bisschen vor sich hin. Der ist richtig, richtig toll. Der Topper auch. Das passt einfach gut zusammen, ne? Ja, also mega. Auch wenn ich jetzt hier gerade so etwas eskaliert bin, da fluffel ich noch einmal kurz so ein bisschen drüber. Weil das dann doch etwas rot geworden ist. Das sieht aus wie ein kleiner Sonnenbrand. Oh, wobei die Nase hätte ich auch noch hier. Da habe ich ja noch Reste drauf, ne? Bisschen Sonnenbrand auf der Nase schadet nie. Jo. Süß, ne? Aber jetzt kommen wir nochmal zu einem etwas eskalativeren Produkt, um noch mehr Glow in dieses Gesicht zu bringen. Und da habe ich von Nabla den Skin Glazing Ozone Highlighter. Boah. Der ist nass. Also wenn ich das so hochklappe, dann sieht der halt auch richtig schön Champagner aus, ne? Da gehe ich jetzt hier auch mit dem Highlighter-Pinsel von eben rein. Und oh, einmal kurz drüber gestrichen. Natürlich, ich hatte jetzt auch gerade den Blush-Topper hier mit drauf und so, ne? Aber guckt euch das an. Das ist wunderschön. Wunderschön. Oh, ich mag diesen Highlighter so gerne, weil der so nass ist und man kann ihn theoretisch auch dezent aufbauen, ne? Also dezent, also einmal kurz reindippen und dann aufs Gesicht geben. Aber man kann ihn halt auch hardcore aufbauen und das finde ich hübsch. Ne? So glänze ich dann sehr nice vor mich hin. Und ja, das ist schon so eine Sache für sich. Jetzt fehlen natürlich die Augenbrauen und die werde ich mir jetzt zusammenbasteln. Und einmal benutze ich dafür den Catrice Slimmatic Ultra Precise Brows, Brow Pencil in der Farbe 020 Medium. Das ist also auch ein ganz tolles Produkt. Ne? Hat hier so ein Spoolie. Wobei, ich habe jetzt hier auch eine Brow Soap und ich glaube, man sollte erst die Brow Soap verwenden und dann die Farbe, oder? Eigentlich hätte ich ganz, ganz zu Anfang die Brow Soap. Ich mache erst die Farbe und dann die Seife, genau. Das ist eine ganz, ganz feine, dünne Mine. Und ja, das trage ich mir natürlich jetzt eben mal auf die Augenbrauen auf. So habe ich mir jetzt die Augenbrauen gemacht. Die sehen jetzt ziemlich intensiv aus. Aber wenn ich gleich noch mit der Augenbrauenpomade drüber gehe, trägt die auch noch ein bisschen Produkt ab. Deswegen habe ich das jetzt auch extra so gemacht. Und wenn sie mir zu viel Produkt abtragen könnte, kann ich ja immer noch mal mit dem Augenbrauenstift nachgehen. Die Spule mache ich mir übrigens immer wieder so am Handtuch neben mir sauber. Ansonsten verfängt sich da zu viel Produkt und dann schmierst du dir das einfach gefühlt überall hin. Und jetzt verwende ich hier die Augenbrauenpomade oder den Soap Booster von Browly. Das war in der Glossy Box Dahlia Limited Edition mit drin. Und die habe ich auch schon in meinem Full Face Beauty Boxen verwendet und fand die echt klasse. Das kann man übrigens bei Purish auch kaufen. Und hier hatte mir eine liebe Abonnentin empfohlen, das fand ich mega geil, dass man sich doch einfach den Spoolie nur nass machen soll und nicht das ganze Produkt. Das finde ich echt nice. Ich möchte aber nicht das dafür verschwenden. Ich habe jetzt hier eins von Essence. Das ist mir irgendwie lieber. Mache ich das Bürstchen nass. Jetzt wird der ganze Tisch nass. Und gehe dann hier so rein. Das habe ich letztes Mal auch gemacht, ne? Habe ich in mein Gesicht gemacht. Genau. Und dann geht man einfach durch die Augenbrauen durch. Das wäre jetzt der krasse Fluffy Brow Look. Der ist mir aber zu intensiv. Das heißt, da gehe ich jetzt hier nochmal außen entlang. Und lege mir die Härchen ein kleines bisschen wieder hin. Es klebt halt so richtig schön die Härchen an die Haut. Das gefällt mir. Ne? Mag ich. Und da das Augenbrauenserum, was ich von Grande Brow verwende, so krasse Wirkung zeigt, habe ich halt echt mittlerweile ziemlich lange Augenbrauenhärchen bekommen. Das ist schon heftig.
Ja, deswegen muss ich die nochmal schön hinlegen. Natürlich könnte ich mir jetzt auch die Augenbrauen, Haare trimmen, aber das ergibt für mich relativ wenig Sinn, weil ich hätte gerne viele Augenbrauen, Härchen und auch lange, damit das Ganze etwas voluminöser und ausgefüllter aussieht. Und ja, das sind jetzt meine Augenbrauen. Wahnsinnig krasses Produkt, muss ich sagen. Also, ich hätte nicht damit gerechnet, dass ich überhaupt irgendwann mal in meinem Leben mit einer Augenbrauenseife klarkomme. Aber es funktioniert. Voll krass. Und schon sind wir bei der Lidschattenpalette und darauf freue ich mich schon mega. Das ist von Dominique Cosmetics, diese hier. Und die finde ich so geil. Now or never ist das. Also, jetzt oder nie. Und die ist so hübsch. Als ich die schon ausgepackt habe in dem PR-Pakete-Unboxing, habe ich mir schon gedacht, wow, was ein geiles Design. Dieses Pink spricht mich einfach so an. Born to make history steht hier auch im Spiegelchen und hier haben wir die 6 verschiedenen Farben. Da haben wir 1, 2, 3, 4 matte Farben. Die knallen bis zum geht nicht mehr. Also vor allem, das ist ja mal Hardcore. Das ist echt schöne Geschichte, dieses Pink. So sehen die Farben aus. Dann haben wir einen Topper, der ist so schön, Empire. Und Rainer, das ist halt grober Glitzer, ne? Den werde ich jetzt nicht swatchen. Ich weiß auch gar nicht, ob ich den heute sogar verwenden werde, muss ich mal gucken. Ach, guck mal, jetzt habe ich... Oh. Der hat halt fast kein eigenes Unterpigment, sage ich mal, dazu. Und der schimmert so schön pink. Also damit kannst du halt wirklich jeden der anderen Töne zu einem Schimmerton machen. Das finde ich großartig. Und um den Look zu schminken, werde ich von Spectrum dieses Zodiac Pinselset verlinken. Genau, das verlinke ich euch. Ich verwende es aber nicht. Nein, das Pinselset verwenden. Wahnsinn, das ist... Es wird mir ein Fest sein, jetzt mit euch diesen wunderschönen, frühlingshaften Look zu schminken. Wir haben hier 6 wunderschöne Pinsel enthalten. Und bei dem Spoolie haben wir unten dran auch noch den Eyeliner-Pinsel oder auch Augenbrauen-Pinsel, je nachdem. Ich werde den als Eyeliner-Pinsel nachher verwenden. Wir haben einen Blendepinsel, wir haben also einen runden Blendepinsel, wir haben einen gerade abgeschnittenen Blendepinsel, wir haben einen festgebundenen kurzen Blendepinsel, also Detailed Blending Brush quasi. Wir haben einen Pigment- oder Cut-Crease oder wie auch immer Pinsel und halt den Doppelpinsel, den ich euch eben gezeigt habe. Und wir haben einen Smudger-Pinsel. Pinsel! Jetzt geht's los. Ich habe jetzt meine Augenlider nicht gesettet, das hole ich schnell nach, hier mit dem Nabla-Puder, weil ich am besten auf einer gesetteten Base arbeiten kann. Ich nehme mir zuerst den Ton Really Pretty, das ist dieser rosé-farbene matte Ton. Gehe mit dem Detailed Blending Brush rein, den setze ich mir, wow, da kommt schon ordentlich Pigment auf mein Auge. Den gebe ich mir quasi vom Innenwinkel startend hier hoch und mache mir hier so ein, ne, ihr wisst jetzt ungefähr, welcher Look gleich entsteht, aber ihr habt es auch schon auf dem Thumbnail gesehen. So ein bisschen artistisch darf man ja auch mal werden. Also im Prinzip habe ich hier ja meine Augenbrauenendung, ne? Und da lasse ich dann auch quasi den Ton enden. Damit schließt es quasi ab. Dann gehe ich in den Ton Boss Babe. Das ist dieses strahlende Pink, auch wieder mit diesem Detailed Blending Brush. Und den setze ich mir relativ präzise unter diesen Ton. Und da die halt aus der gleichen Farbfamilie kommen, und zwar sehr intensiv, gibt es halt einen schönen Übergang, ohne dass man großartig rumblenden muss. Dann nehme ich diesen Smudger-Pinsel und gehe in die Farbe Self-Made. Das ist dieses aprikofarbene, matte Tönchen hier oben. Okay, dadurch, ja, jetzt krümmelt der ein bisschen, aber das ist nicht schlimm. Den gebe ich mir einfach mal so auf mein bewegliches Lid und setze ihn auch unter diesen Wing. Heute möchte ich mal nicht mit einer Cut Crease arbeiten, weil ich habe ja so eine krasse Palette hier von Suva Beauty hier. Da werden wir so deckende Eyeliner drin haben, dass wir das gar nicht brauchen. Die werden das hoffentlich von ganz alleine hinkriegen. Dann gehe ich ebenso mit diesem Shader-Pinsel in die Farbe Powerful. Ich will das nicht aussprechen, weil dann werde ich demonetarisiert. Und da gehe ich nur so mit der Spitze so rein
Und das kommt an den unteren Wimpernkranz. Und ich ziehe das auch hier an meinem Liner noch weiter entlang, dass das Ganze hier in eine Flucht geht. Ich finde, das hat ein bisschen was von den Powerpuff Girls, was ich hier auf meinem Auge trage, oder? Da saß der kleine Mann mit der Tür und fiegte vor sich hin. Du wolltest doch eben unbedingt nach draußen, Marsi. Hast du ein Leckerli gekriegt? Okay, und so kriege ich halt so einen, ne, halbwegs verbundenen Look. Die Schimmerfarben, da kommen wir gleich zu und ich glaube, ich werde mich auch wirklich auf den Ton Empire nachher fixieren. Aber ich möchte zunächst meine Linien ziehen. Dafür, upsala, habe ich hier von Suva Beauty die UV Taffys Palette. Und wir sehen, dass wir hier wunderschöne Farben drin haben, oder? Und für mich wird es jetzt sehr speziell werden. Ich habe erst mit dem Grün geliebäugelt, muss ich gestehen. Aber das Grün ist mir jetzt, glaube ich, bei diesem Look, das wird mir zu matschepampig. Also ich denke, dass ich mir hier das Pink und, upsala, und das Lila schnappen werde. Da ist auch ein wunderschöner Pinsel mit dabei, der richtig schön fein ist. Also das ist ein Träumchen von einem mega detaillierten Pinsel. Das ist mega geil. Mega geil. So, man muss die sich ein bisschen nass machen. Das heißt, man kann die entweder ansprühen, was ich blöd finde. Ich nehme einfach den Deckel von meinem Fixing Spray, von dem My Power ist eher, ne, weil das ist halt günstiger. Dann sprühe ich mir einfach da ein bisschen was rein. Zack. Kann ich hiermit arbeiten wie mit einem Tuschkasten. Das finde ich großartig. Ja, ich glaube, ich beginne jetzt zuallererst mit dem Pink. Oder möchte ich mir, ne, ich möchte mir hier eine gelbe Linie drunter setzen. Das heißt, ich gehe jetzt hier in das Gelb rein. Sehe richtig, wie der Pinsel sich auflädt. Das ist ja ein Träumchen. Und dann ziehe ich mir hier eine Linie. Ich starte quasi, wo starte ich denn? Hier so. Boah, Punkt hingesetzt. Das ist alles spektakulär, Leute. Dann ziehe ich mir eine Linie. Also mit sehr viel Luft anhalten hat das jetzt so funktioniert. Finde ich jetzt noch nicht so ultimativ, weil das noch recht unsauber ist, aber da gehen wir gleich dran. Ich versuche jetzt erstmal die andere Seite auch hinzukriegen. Aber ich finde das geil übrigens, ne? Okay, ich taste mich wirklich langsam an diese Palette ran. Es ist aber schon eine Herausforderung, muss ich gestehen. Macht aber irre Spaß, ne? Also ich weiß noch nicht genau, wie ich die Farben richtig deckend hinkriege. Hier habe ich das mit dem Schlupflid ein bisschen nicht ganz so gut hinbekommen. Da müsste ich jetzt theoretisch die Farbe noch ein bisschen höher ziehen, aber egal. Und ja, das sieht schon mal sehr, sehr, sehr spektakulär aus. Also das ist echt mal was anderes. Und jetzt möchte ich gerne von hier aus oder im Prinzip einen Eyeliner ziehen, der im Innenwinkel pink anfängt, dann in der Mitte lila wird und nach außen hin entweder lila bleibt oder blau wird. Da muss ich mal gucken, wie meine Künste es zulassen. Ups, jetzt bin ich aber richtig einmal in den Farbtopf gefallen. Ne? Ich habe hier tatsächlich bei dem Gelb auch noch das mit dem Grün ein bisschen verfeinert. Hier bin ich dann wirklich mit dem Pink innen angefangen, habe dann weitergemacht mit dem Lila und das dann mit dem Blau auslaufen lassen. Also quasi so ein bisschen, wie die Farben halt miteinander harmonieren. Ne? Vor allem, weil das Grün besteht ja aus Gelb und Blau und da sich dann Grün und Blau da hinten treffen, passt es dann auch irgendwie, ne? Also mir gefällt das. Ich finde es aufregend. Mir gefällt es. Ja, und somit habe ich auch wirklich jede einzelne Farbe aus dieser Palette verwendet. Und es hat Spaß gemacht. Und je länger man damit gearbeitet hat, das sieht man ja auch, ne, desto mehr Spaß hat es halt auch einfach gemacht. Ja. Der ganze andere Augenlook verschwindet quasi gerade aus Versehen. Ich möchte aber trotzdem noch ein bisschen Blinky Pinky reinbringen und da habe ich ja hier die Farbe Empire. Das ist dieser wunderschöne Ton und den möchte ich mir auftragen mit dem Lidschatten, also mit diesem Lidschatten-Auftragepinsel von Spectrum. Hat eigentlich einen Namen. A16 heißt der. Okay, ich versuche das jetzt erstmal trocken, weil das ist halt eigentlich auch wirklich so ein Topper. Den kannst du sicher auch super nass aufgeben. Gerade wenn man bedenkt, was hier gerade... Oder soll ich mir Glitterglue aufgeben?
Und den dann da drauf schichten, weil sonst glitzert das Ganze im Gesicht rum und dann wird mich das nerven wahrscheinlich, oder? Ich glaube schon. Ja, Glitterglue habe ich tatsächlich nur einen. Das ist dieser hier von NYX. Damit habe ich, glaube ich, noch nie wirklich gearbeitet. Den trage ich mir jetzt hier mal so auf. So in dem Zwischenraum. Aber ich glaube, ich habe jetzt ein bisschen viel verwendet. So, den Pinsel mache ich grob an meinem Handtuch neben mir sauber und habe jetzt ja ganz vorsichtig den Glitterglue aufgetragen und der Pinsel dürfte jetzt ja noch ein bisschen feucht sein. Da ist ein Haar von Sammy zwischen. Geh weg. Und jetzt versuche ich den da mal einfach so drüber zu tupfen. Ich glaube, das funktioniert, ne? Nach außen mache ich immer weniger Glitzer. Quasi so ausläuft, mehr oder weniger. Sieht schon wahnsinnig krass aus. Jo, und das gibt's jetzt auf beide Augen. Da ich ja normalerweise eine Brille trage, krieche ich hier halb in den Spiegel rein. Ist gar nicht so leicht, Leute. Auch dann so präzise zu arbeiten. Aber was geil ist, du kannst damit auch so ein bisschen die Patzer nach unten hin von dem Eyeliner kaschieren. Also zum einen mit dem Glitterglue konnte ich jetzt gerade so ein bisschen das wegwischen und mit dem Glitzer kann ich das jetzt auch so ein bisschen überdecken. Das ist ziemlich nice. Kein Fallout. Ich bin ein bisschen stolz auf mich, Leute. Ne? Das sieht doch geil aus. Auf jeden Fall mal was anderes. Ich gebe mir jetzt auch mal diesen Glitzerton Empire in den Innenwinkel. Wenn schon, denn schon. Und jetzt mache ich noch ein paar Feinheiten, zum Beispiel mit diesem dunkel powerful Ton, den ich ja hier unten verwendet habe. An der unteren Wasserlinie gehe ich jetzt mit diesem Pinsel auch nochmal entlang und auch an dem blauen Eyeliner, einfach um da noch so ein bisschen so einen Kram hinzukriegen. Das sieht dann irgendwie cooler aus, finde ich. Und wenn ich das halt am Wimpernkranz unten nochmal so mit diesem Pinsel auftrage, der ja auch noch ein bisschen feucht ist, schaffe ich da auch so eine Art Blendungseffekt hin, also einen Blendeffekt, dass ich quasi ja eben das mit dem Smudger gemacht habe, ne? Wo das ja ein bisschen großflächiger und sanfter aufgetragen wurde und jetzt nochmal mit diesem Lidschattenauftragepinsel. Ich weiß nicht, das sieht irgendwie cooler aus, finde ich gerade, auch wenn ich das so an den Eyeliner entlang mache, ne? Hat was. Ähnlich mache ich das dann auch oben mit dem Boss Babe, mit dem Pink. Da gehe ich auch hier an dem Eyeliner ganz exakt entlang, denn ich möchte natürlich nicht, dass der Lidschatten-Look an sich mit den Lidschatten untergeht. Ich werde gleich auch mit Sammy spazieren gehen und natürlich diesen Look dabei tragen, ne? Ich feiere mich hart dafür, das sieht aus wie bunte Flammen. Irgendwie finde ich das geil. Du, das hat nicht jeder, ne? So, geile Palette. Und bis auf den Raynor-Ton habe ich ja alles davon verwendet. Ja, aber der fehlt mir jetzt hier in dem Look ehrlich gesagt auch nicht wirklich. Geile Pinsel, auch die Super-Palette 1A. Also damit macht es richtig Freude zu arbeiten, wie man sieht. Und ja, jetzt gehen wir weiter und tragen uns ein bisschen Mascara auf. Da habe ich mir zwei verschiedene jetzt rausgesucht. Einmal habe ich die Grande Mascara Lash Boosting Formula. Da habe ich ja auch das Wimpernserum aktuell in Anwendung. Und das ist richtig gut, Leute. Ich verlinke euch sowohl mein Augenbrauenserum als auch das Wimpernserum natürlich auch in der Infobox. Also bei mir, meiner Meinung nach, hat es wieder richtig viel gerettet, weil ich hatte so zwischenzeitlich ein bisschen Probleme mit meinen Wimpern, weil die mir ausgefallen waren, was natürlich ja irgendwann passiert. Aber durch dieses Grande Lash Wimpernserum sind sie dann nochmal ordentlich gesprießt. Und auf der anderen Seite verwende ich eine Mascara. Das ist die Lashes to Kill von Catrice, die No Panda Eyes Mascara. Ich glaube nicht, dass es diese Mascara bei Purish gibt. Ich weiß gar nicht, ob es die überhaupt noch gibt, aber ich werde die verwenden. Beide Mascaren haben ein Kunsthaarbürstchen, wobei das von der Catrice Mascara eher ein Erdnussformmäßiges Bürstchen ist und das von der Grande Lash Mascara eher ein kegelförmiges Bürstchen. Aber vorher kurz fixieren hier. Der Look soll mir bitte lange erhalten bleiben, weil der hat mich gerade doch anderthalb Stunden oder so gekostet, wenn ich jetzt mal auf die Uhr gucke. Ja. Natürlich werde ich meine Wimpern biegen. Ohne Mascara.
Erste Schicht. Zweite Schicht. Dritte Schicht. Also, wa-wa-wum tatsächlich. Aber getrennt, lang. Ich finde die beiden Mascaren richtig gut, wobei die von Grande Lash mir im Endergebnis noch besser gefällt, weil sie die Wimpern noch ein bisschen schöner auffächert, verlängert und so weiter. Zu dem Look hätte ich auch tatsächlich nicht irgendwie noch so dick verklebte Wimpern haben wollen. Ne? Also dieses Definierte passt zu dem Look, weil ich habe klare Linien in Anführungsstrichen bei diesem Look und dieses Aufgefächerte, ich finde, das sieht richtig, richtig gut aus. Ne? Mag ich. Dann gehen wir jetzt mal weiter zu den Lippen. Da habe ich einmal von Nabla den Close-Up Lip Shaper in der Farbe Nude Nummer 1. Das ist dieser hier. Der ist halt einfach nude, ne? Da ist jetzt nichts Spektakuläres groß mit bei. Aber ich habe hier noch etwas und zwar von Dominic Cosmetics, auch aus dieser Now or Never Reihe. Der Lipgloss in der Farbe. Keine Ahnung, müssen wir gleich mal gucken. Aber guckt euch mal an, wie schön auch das Packaging schon mal alleine ist. Das gefällt mir auch. Das ist die Farbe Peach Tea. Genau. Machen wir uns mal ein bisschen Pfirsichtee über die nudefarbenen Lippen. Ich habe wirklich keine Ahnung, warum ich gerade so dunkel bin. Und den hatte ich auch schon mal drauf. Der ist echt klasse. Der ist mehr wie so ein Lippenöl vom Gefühl her. Mega angenehm. Der zieht keine Fäden, der ist nicht klebrig und der ist halt jetzt, ne, dadurch, dass der Augenlook so exzessiv ist, ist er perfekt, weil der so zurückhaltend ist, genauso wie der Lip Liner auch. Und Leute, das ist jetzt tatsächlich der vollendete und fertige Look. Ich hoffe, es gefällt euch. Es ist einfach mal wieder was anderes. Ich mochte es, einfach mal heute ein bisschen in den Farbtopf zu fallen, ein bisschen was anderes auszuprobieren. Und ich bedanke mich von Herzen bei Purish für die wundervolle Kooperation, für die tolle Zusammenarbeit, dass ich so schöne Produkte hier ausprobieren darf. Denkt auf jeden Fall daran, Claudis Welt 15, damit könnt ihr auf die ein oder andere Marke hier tatsächlich auch sparen. Also eigentlich auf fast alle Marken, die hier so gezeigt wurden. Ich wüsste jetzt nicht, auf welche das gerade nicht funktionieren sollte. Ja, ihr Lieben, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Und wenn dem so ist, dann lasst mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Schminkies. Hier unten meinen neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao!